So, noch hier kurz zum Endergebnis. Also wie gesagt, passt wunderbar. Ganze 7 Mal geschossen, 7 Mal getroffen. Also Genauigkeit ist perfekt. Was kostet denn eigentlich die Granate? Die kostet schon ein Tausender. Okay, gut. Jetzt checken wir das Ganze mal mit der dicken, kurzen Kanone. Die ja wirklich 0,4 für TD schon richtig ungenau. Damit zu snipern. 6.000 kostet. Krass, das fährt. So, wir wollen. Da. Oh, nehmen wir noch eine. Und noch eine. Und so. Das passt sogar. Optisch. Perfekt. Ich schieße mit dem anderen Zeug ja eh nicht rum. Also ich könnte es eigentlich auch rauslassen. So, auf geht's. So, da sind wir auch schon. Time to roll out. So. Das Gewicht der Kanone hat sich nicht wirklich auf den Panzer hier verändert. Ist der Untergrund jetzt nur anders oder fährt er sich hier so ein Tick langsamer oder täuscht das? Na, es geht. Also vielleicht minimal schlechter, aber sonst ganz brauchbar. So, 15 cm. Ist natürlich jetzt blöd, jetzt haben wir hier nur Tier 8 drin. Der wird hier wohl keine Probleme haben. Aber mich interessieren ja eigentlich so die großen Größen, so Tier 9, Tier 10. Denn in solche Gefechte kommt man noch oft genug, wenn man halbwegs gescheit spielt. So, in welchem Winkel sehen die mich denn hier nicht? So. Jetzt können wir das mal testen, so hoch kommen wir. Also das geht gerade so. Berauschend ist es nicht. So, werden wir doch nochmal unsichtbar. Oh, ist ja schon das Limit echt erreicht. Okay, hier ist der Baum. Letztes Mal sichtbar. Okay. Hier durch die Lücke werden sie mich vermutlich sehen, aber das riskieren wir jetzt einfach mal. Jetzt muss bloß noch einer mal was aufklären. Wie sieht's aus, wenn ich hier rüber schießen würde? Ja, da geht's schon los, da komme ich schon nicht hin. So, da haben wir ein Rheinmetall. Komme ich an den sogar ran? Nicht wirklich. Aber hier oben sehe ich irgendwas aufleuchten. Gefährlich, gefährlich. Aimzeit, ja, man merkt. Die macht richtig Wumms. Gut, E25, schlechtes Beispiel, da geht eh alles durch. Nachladezeit 3. Achso, jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel. 15 Sekunden. Oh, das ist ja schon hardcore. Ist halt immer die Frage, ne? So ein bisschen schwammig hier. Boah. Das haut dann wirklich gut rein, wenn der trifft. Wenn man hier halbwegs gescheite Deckung hat, dann kann man hier so ISU-Style-mäßig einen raushauen und den Rest abwarten. Und den kann man nicht ran, ne? Aber durch den drehbaren Turm natürlich cool. Andererseits bewegt man sich natürlich trotzdem. Gerade wenn man diesen Felsen als Deckung haben möchte. Also es sieht auch hier aus, dass wir das verlieren oder was. Na komm, trau dich vor. Ich will nochmal hier was Schönes platzieren. Ah, das ist ein Nashorn. Todesmutig hier. Und das zweite dann daher. Dann probieren wir das doch gerade mal auf dem Tiger 2. Ah, nicht ein 1. Wo habe ich denn da gerade einen Zweier gesehen? Oder habe ich geschielt? Ja, komm vor. Oh, ich vermisse die vierte Zoom-Stufe. So, ich denke mal, der wird mich sehen. Oh, was macht denn der Löwe? Ganz alleine fährt er davor. Tricky, tricky. So, jetzt ist der wieder aufgeploppt, wo ich weg bin. Ganz klasse. So, was sagt unser Panzer 4? Der ist schön offen. Schieß mal dem nach mal unten in die Wanne. Oh, das freut den nicht. Krass, krass. Also hier bin ich echt am Überlegen. Oh, der zielt auf mich. Hau mal lieber mal ab. Oder er hat nur abgewartet. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Der ist gestorben.
Also der Schaden überzeugt schon auf den Tier 8 Gefechten, auf jeden Fall ein Must-Have. Tier 9 vielleicht auch noch brauchbar, bis bei den 10ern, da bin ich mir noch nicht sicher. Ob das wirklich eine gute ist oder eine schlechte. Oder man muss halt so ein bisschen flankieren und dann halt von den Seiten treffen. Dann ist es durchaus wieder brauchbar. So, ich versuche mal hier mich zu platzieren. Oh, hier, das ist ein wunderbares Ziel, wenn nicht irgendein Wrack im Weg ist. Und ich durfte nicht aufgeleuchtet sein, denn hier vorne haben wir noch den zweiten Busch. Und 15 Meter Abstand ist hier auf jeden Fall gewahrt. Und der nächste, der mit Vollhit hier gleich mal einen reinkriegt, wenn wir Glück haben. Nein, die drücken leider rum. Schade. Und der ist unter einem Hügel. Aber echt krassen Bums, den die Kanone von sich gibt. Wobei, jetzt bin ich ja natürlich schon offen. Ich denke mal, der hier wird mich gleich beschießen. Oh, da ist er ja. Ne, der guckt irgendwo anders hin. Na, auch gut. Müssen wir nochmal abfrühstücken. Und der ist auch gleich Geschichte vom 112er und vom Löwen. Coole Sache. Ja, also Tier 8. Unbedingt zu empfehlen. Na, 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 nix da. Was sind eh nur noch zwei Panzer übrig. Okay, Treffer von vorne. Tiger, schießt doch mal drauf. Sieht er mich überhaupt noch? Oh ne, der ist gerade beschäftigt. Jetzt fährt er echt noch in Deckung. Mach ich hier noch einen Teamkill oder was? Ne, der traut sich nicht vor. Aber der E25 schießt noch von irgendwo hinten. Gut. Tja. Ich versuche gleich nochmal irgendwie so eine 9er-10er-Runde zu erwischen. Einfach nur, um das nochmal zu testen. Da oben hängt er ab. Weil sonst trübt das Ergebnis so ein bisschen den Panzer. Und jeder denkt, boah, die 15er ist so geil. Und dann bounced man hier nur rum. Weil nur mit Gold rumschießen mag ich das Ding eigentlich auch nicht. So, dann war die Runde zu Ende.